Also denk an den Portikus. Ja, der Main. Seht ihr den Main? Ja, also ich habe Sorge, dass der womöglich bald austrocknet. Das wäre aber schade. Und woran liegt es? An der Klimakrise und dass die Politik viel zu wenig tut. Die Gletscher schmelzen ab, die Flüsse trocknen aus, Hochwasser im Ahrtal. Die Liste ist sehr lang. Auch hier in Frankfurt müssen wir und sollten wir und werden wir die ökologische Transformation beschleunigen mit neuen Maßnahmen. Die schon da sind, die Maßnahmen optimieren, neue hinzufügen. Und wir brauchen in Frankfurt und überall eine Erde für alle, die von uns beschützt wird, die erhalten wird, auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Heute ist es schon so, dass jeder Plastik aufnimmt in der Menge einer Kontokarte, womöglich sogar täglich. Mensch, da kriegt man ja Krebs. Das muss sofort beendet werden. Auch der CO2-Ausstoß muss radikal begrenzt werden. Und auch der berühmte Ernst von Weizsäcker, Professor, guter Bekannter von mir, meint, so reicht das nicht. Eckart von Hirschhausen sieht es wohl ähnlich. So, ich befinde mich also in guter Gesellschaft. Und wir brauchen Energieautarkie angesichts dieser kriminellen Putin-Politik. Den Putin müssen wir uns schnell greifen, damit in 3 Tagen der Krieg zu Ende ist, mit einer Kommandoaktion und dann eine UNO-Regierung für Moskau. Ja, so macht man das und nicht hier Milliarden rausschmeißen und rumlabern, sondern da ist Action gefordert. Die Kommandotruppen stehen bereit, die muss man nur einsetzen. Und das muss schnell gehen und auch der Klimaschutz. Der Schutz der Biodiversität, lasst uns das jetzt ganz zügig angehen. Beste Grüße an jeden. Wir werden das hinkriegen.